Kannst du mir nicht sagen, dass ich so einen beschissenen Strich im Gesicht habe? Ah, geil. Du musst das Video hoch, das musst du so hochladen. Ja, geht auch nicht anders. Und gut. Du Hauptsache, du hast Spaß, ne? Ja. Ist das cool für mich? Tanz. Soll ich schon wieder tanzen? Ja. Bitch. Bauchtanz. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Unterhaltungsvideo, auf das ihr schon ganz, ganz lange gewartet habt. Ich habe ja zu diesem Thema, wo ich ja sehr, sehr enttäuscht gewesen bin über diesen Handwerksbetrieb, wo ich die Innenausstattung des Opel Rekords damals zum in Auftrag gegeben habe, um sie neu beziehen zu lassen, habe ich ja schon zwei Videos darüber gemacht. Ich blende die jetzt hier nochmal ein und dauert nochmal ein paar Sekunden. Hier jetzt nochmal das zweite Video. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, hier nochmal eine ganz, ganz kurze Kurzfassung. Opel Rekord C, wie restauriert, Innenausstattung schlecht, ja. Und gute Autosattler sind ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, Mangelware. Und ja, und ist auch immer ein Zeitproblem. Man fährt dann irgendwie, keine Ahnung, 300, 400, 500 Kilometer irgendwo hin und dann dauert das natürlich auch meistens Ewigkeiten und ist immer so schwierig, wenn man so einen Oldtimer machen will und die Innenausstattung ist schlecht, die machen zu lassen. Ne? Ja, hier so ein paar Orte weiter hatte ich, wie gesagt, bin ich dann, wie gesagt, eben auf einer Autosattlerei gestoßen von einer jungen Frau, die diese Sattlerei betreibt, die damals mal irgendwie in Hannover das gelernt hat und sich dann vor 10 Jahren oder was selbstständig gemacht und das wohl so ein bisschen irgendwie nebenbei betreibt. Aber ich habe auch bei Google geguckt, hat da gute Arbeit gemacht, hat da ganz gute Bewertungen und fertig aus. Ne? Bin ich da, wie gesagt, hin, habe die da hingebracht, habe das mit ihr durchgesprochen und sie sagte, ja, das war im Juni letztes Jahr. Ne? Sie sagte, ja, kann aber ein bisschen dauern, so August, September. Ne? Ich sage, oh, das dauert mir aber lange, das ist, Auto steht da auf der Hebebühne und wir wollen den eigentlich fertig haben. Na komm, ist egal, wir können es nicht ändern. Ich bin da nicht weit gefahren und wenn du gute Arbeit machst, ist es ja auch egal. Ne? Die Kosten waren eigentlich so mehr oder weniger, sag ich mal, eher zweitrangig, sag ich mal. Weil wir wollen das Auto richtig machen und auf 1.000, 2.000 Euro, sag ich mal, wenn einer wirklich so ein schönes Auto haben will und davon lange träumt oder so und dafür eine gute Innenausstattungsqualität hat, ist das nur mal in Ordnung, nur der Zeitfaktor war dann mir schon relativ wichtig. Ne? Gut, sie sagte August, September, ne, habe ich mich mal so auf Ende September eben halt eingerichtet. So, dann Ende September habe ich dann eine Nachricht gekriegt. Morgens habe ich geguckt, dachte, oh super, die Innenausstattung ist fertig. Ne? Da wurde beim ersten Gespräch auch überhaupt gar nicht von gesprochen, dass sie irgendwie die originalen Stoffe oder so nicht kriegt. Ne? Aber nein, ich habe eine WhatsApp gekriegt, ich könnte jetzt kommen, mir die Stoffe aussuchen. Und zwar genau zum Übergabe, zum Fertigstellungszeitraum. Ne? Da war ich natürlich ein bisschen angepisst, ne? Also, dass da noch gar nichts passiert ist, wo das Auto auch fertig werden muss. Wir haben natürlich viel Geld, viel Arbeit reingestellt und steckt und so ein Auto muss auch dementsprechend gut gelagert werden, dass er eben halt nicht irgendwie draußen im Regen steht oder so und das ist natürlich alles ein bisschen ärgerlich. Ne? Wie gesagt, wurde nicht drüber gesprochen, dass ich die Stoffe mir nochmal aussuchen muss und so. Also dieser ganze Ablauf war kommunikativ sehr, sehr schlecht. Ne? Zuerst war alles gut, ich habe es hingebracht, August, September und dann Ende September, ich soll mir die Stoffe aussuchen. Hätte es auch gleich sagen können, ne? Du pass mal auf, ich melde mich in 3 Monaten nochmal und dann kannst du kommen, die Stoffe aussuchen. Dann hätte ich die nämlich gleich wieder mitgenommen, wenn ich den Auftrag nämlich überhaupt erstmal gar nicht gegeben. Ne? Hättet ihr wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ne? Ich sage ja, okay, dann kommst du bei mir vorbei oder soll ich bei dir eben vorbeikommen? Ne? Sie hat da so Musterkataloge, ne? Ja, du kannst bei mir vorbeikommen, die Stoffe aussuchen. Ich habe eine Viertelstunde Zeit für dich. Ne? Ja, das war schon sehr, sehr ärgerlich. Ne? Ja, jetzt geht's aber ganz schnell, sagt sie. Jetzt geht's ganz schnell. In 14 Tagen habe ich das fertig. Ne? Ich kriege jetzt die Stoffe ganz schnell und in 14 Tagen ungefähr roundabout habe ich das fertig. Ne? Ich sage, na gut, okay, wenn es jetzt schnell geht, dann bin ich ja zufrieden. Ne? So 6 Wochen später habe ich da angerufen. Tut mir leid, dass ich das jetzt wieder so ein bisschen ausholen muss, aber viele Sachen sind mir damals auch entfallen. Ich habe es nicht so genau, glaube ich, erzählt und deswegen jetzt auch nochmal, weil unter den ersten Videos sind auch viele Fragen aufgetaucht, wieso, was und deswegen will ich es jetzt nochmal. Nehmt euch bitte die Zeit. Es tut mir leid. Ja, wie gesagt, wo bin ich jetzt hängen geblieben? Ja, 6 Wochen später hat sich immer noch keiner gemeldet. Da habe ich mal hingeschrieben. Ich sag mal, kannst du mir mal Bilder schicken, wie weit die Innenausstattung ist? Ne? Ich da davon ausgehe, dass sie fertig ist. Ja, tut mir leid, Armin, ich bin jetzt im Urlaub und die Stoffe brauchen auch noch 3 Wochen. Ne? So, und dann habe ich gesagt, ich sage, pass mal auf, ist egal,
dann helfen wir uns anderweitig weiter. Ich habe mir noch einen anderen zum Ausschlachten gekauft. Die Innenausstellung ist auch nicht schön, ne? Aber dann machen wir die eben fertig. Ne? Ich habe keine Zeit und keine Lust, so lange zu warten. Das Auto muss auch irgendwann mal fertig sein. Und meine Projekte müssen auch irgendwie mal weitergehen. Ne? Dann lass das mal sein. Ich storniere jetzt hier mit dem Auftrag. Und wenn du irgendwelche Kosten hattest oder sowas, ne? Wegen Beratung oder was weiß ich, dann überweise ich dir die irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro oder so, ne? Ja, dann bekomme ich eine Rechnung, ganz, ganz böse, von wegen hier 523,60 Euro wollte sie haben. Rechnungspositionen waren, ich blende sie euch eben ein, ich mache mir eben schnell die Mühe. Ja, wie gesagt, Recherche und Musterbestellung für Bezugsstoffe, 2 Stunden a 40 Euro. Vorsichtige Demontage der Bezüge, warum, ihr seht's ja, ne? Und da war ich dann natürlich richtig angepisst, dass ich für, erstmal hat man sich nicht an die Absprachen gehalten, zweitens bin ich als Kunden überhaupt nicht aufgeklärt worden. Drittens hat man mich nicht auf dem Laufenden gehalten. Viertens hat man natürlich den Werkvertrag auch ganz, ganz arg verletzt und man hat mich da natürlich monatelang dahin gehalten. Und ja, und dann kommt noch dazu, ist meine menschliche Schwäche, sag ich mal so ein bisschen, dass wenn sich einer nicht irgendwie an ein Wort hält, und das finde ich ganz furchtbar, nicht an sein Wort hält und dann auch noch schlimmer, Arroganz versprüht. Wenn ich dann noch nichts kriege, ja, du kannst bei mir vorbeikommen, aber ich habe eine Viertelstunde Zeit für dich. Ne? Also dann geht mir echt die Hutschnur hoch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn, ne, wie gesagt, ich bin ja schon fast 30 Jahre selbstständig, ne, und es ist egal, ob es ein Kunde ist, der irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro bei mir lässt oder ob der Kunde 5.000 oder 50.000 Euro bei mir lässt, ist im Grunde, gehe ich auf den Kunden ein und spreche mit dem, halte ihn auf dem Laufenden und so weiter und so fort. Das finde ich ganz, ganz wichtig, so menschliches Miteinander und die Chemie muss stimmen zwischen meinen Vertragspartnern und so. Und das war natürlich da ganz, ganz arg gestört. Ne? Ich gesagt habe, nee, du pass mal auf, ich habe gesagt, ich überweise dir irgendwie 50 Euro oder was, meinetwegen auch 100 Euro und fertig. Ne? Weil aus Prinzip eigentlich, ne? Aus Prinzip, weil ich es einfach nicht einsehe, scheiß auf diese 523,60 Euro, ich sehe es aber nicht ein, dass ich A, 3, 4, 5 Monate Zeit da verschwendet habe, um darauf zu warten und B, bezahlen muss für etwas, wo ich genau überhaupt gar nichts von habe. Und C, ist sie mit der Masche dann durchgekommen und dann wird das auch bald anderen Kunden weiter so betrieben. Ne? Also Selbstschutz und auch Schutz anderen gegenüber, die darauf... Oh, Telefon. Ist schon angenommen worden unten, ne? Und ja, okay, so jetzt ging das, habe ich dann Rechnung gekriegt, Mahnbescheid gekriegt, Mahnbescheid, Widerspruch eingelegt, ging vor Gericht. So, und jetzt erzähle ich euch genau, was dabei rausgekommen ist. Ne? Ihr wisst ja, wie es ist, vor Gericht oder auf hoher See, weißt du nie, ob du untergehst. Ne? Ja. Hab auch viele auf die ersten Videos geschrieben von euch hier, Armin, hast du keine Chance, wirst du wohl bezahlen müssen und so weiter und so fort. Nee, ich wollte es aber aus Prinzip einfach nicht, ne? Weil ich es mir nicht erklären kann, dass ein deutsches Gericht, oder das juristisch so ist, wenn ein Auftragnehmer den Werkvertrag so oft bricht und sich dann irgendwas überlegt, ja, ich habe aber schon, bin auch schon in Leistung getreten, wenn du den jetzt kündigst, dann bezahlst du mir das jetzt auch. Ne? Ich wusste das, aber aus Prinzip wollte ich es einfach durchfechten, obwohl das 523 Euro und hier Rechtsanwalt schreiben und dies und das und hin Gericht herfahren, davor warten, da rein, da irgendwo parken, Parkplatz finden, raubt mir noch mehr Zeit, aber ich bin eben halt ein emotionaler Mensch, der sehr, ich kann da nicht aufbrausen, bin ich überhaupt gar nicht, ne? Aber ich finde Ungerechtigkeiten einfach doof, ne? Ob sie jetzt mir gegenüber angetan werden oder anderen gegenüber angetan werden, ist mir im Prinzip egal, aber ich bin da eben halt so ein bisschen Dickkopf, ne? Ja, ging auf jeden Fall vor Gericht und ja, was soll ich sagen? Der Richter war natürlich, also so gefühlt, ne, komplett auf ihrer Seite. Ist aber natürlich nicht so der Fall, weil so ein Richter ist natürlich ein Hardcore-Jurist. Und der geht natürlich immer nur danach, was so das BGB und so dazu sagt. Ne? Und er sagte, ja, der Werkvertrag konnte gekündigt werden, jederzeit, aufgrund der gegebenen Umstände natürlich auch, gar keine Frage. Ne? Hier, aber die Leistungen, die da erbracht worden sind, die müssen sie bezahlen. Ne? Ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, ob da Leistungen erbracht wurden. Ich denke mal, ehrlich, jetzt mal unter uns, ne? Die ist bestimmt aus dem Urlaub gekommen, hat schnell die Sitzbezüge da runtergezogen, hat gedacht, in den pfeffere ich jetzt erstmal eine schöne Rechnung rein, weil er den Werkvertrag gekündigt hat, nachdem ich 3, 4 Monate da irgendwie nicht tätig geworden bin. Ne? Ganz, ganz furchtbar. Ne? Schätze ich mal so, kann ich jetzt nicht unterstellen, aber ich schätze das jetzt mal so. Ne? Dann kann ich wenigstens da Kohle für kriegen. Ne? Ganz furchtbar. Ne? Und dann habe ich dann auch gesagt, ne? Ich sage, ja, ich sehe es einfach nicht ein, für irgendwas zu bezahlen, wenn mir da die versprochenen Leistungen
erstmal terminlich nicht eingehalten werden und jetzt soll ich für was bezahlen, wo ich genau nichts von habe, sondern ich habe ja sogar Schaden. Ich habe ja sogar Zeit verschwendet, ich habe ja Lagerkosten gehabt für das Auto und so weiter. Also eigentlich normalerweise hätte ich sie verklagen müssen auf Schadenersatz, weil ich eben halt mein Gewerk nicht zu Ende kriege. Ich arbeite auch anders. Ich halte meine Kunden auf dem Laufenden und wenn ich einen Auftrag kriege, muss ich den abarbeiten. Ansonsten habe ich irgendwie, kann ich meine Autos stapeln. Dann habe ich in die Werkstatt, wo keine Ahnung, 5, 6 Autos reinpassen, habe ich nachher 80 Autos übereinander stehen. Ne? Ja, da hat der Richter nicht für eingehauen, dann ging es um den Stundenlohn. Er hat da 40 Euro Stunde. Da sagt der Richter zu mir, ja, Herr Nagel, was haben Sie denn für einen Stundenlohn? Ich sage, ja, 110 Euro plus Steuer, aber das tut ja nichts zur Sache. Ich habe nicht gegenüber den Stundenlohn gemeckert. Ne? Sie hat dann natürlich vor Gericht gelogen und hat gesagt, sie hat mit mir den Stundenlohn abgesprochen von 40 Euro. Ne? Was natürlich auch völlig in Ordnung ist, 40 Euro Stunde, gar keine Frage. Ne? Aber sie hat den mit mir nicht abgesprochen. Es ging einfach nur darum, hat sie den mit mir abgesprochen oder nicht. Es sind eben halt Hardcore-Juristen. Es geht nur um die Fakten, um BGB und ne, so. Ja, also über Preise ist gar nicht so groß gesprochen worden. Es war mir auch zweitrangig eigentlich im Prinzip. Ich wollte eine gute Qualität und ich wollte es relativ zügig fertig haben. Ne? Relativ zügig. Mein Gott, ich hatte ja schon 3 Monate eingeräumt. Ne? Juni, Juli, August, September. 4 Monate eingeräumt. Aber war ja viel, viel. Ne? Ich habe es ja zuerst erzählt. Ne? Da wurde nur mal gesagt, ja, sie hat auch schon eine komplette Innenausstattung gemacht. Hinten, vorne, Sitze, alles komplett mit Aufpolstern und die Türenverkleidung. Das hat so irgendwie 3.000 oder 4.000 Euro gekostet. Ne? Ich sage, ja, die Polster, die sind eigentlich ja sehr, sehr gut. Du brauchst ja nur die Bezüge machen, ne? Und was das kostet, kostet es. Ne? Ich möchte eine gute Qualität haben und es soll fertig werden. Also über Geld ist sonst nicht gesprochen und auch nicht über einen Stundenlohn. Hat sie gelogen, von wegen, sie hat mit mir den Stundenlohn abgesprochen und so. Völliger Quatsch. Ne? Ja, letztendlich, was ist dabei herausgekommen? Ne? Richter wollen natürlich grundsätzlich nie ein Urteil fällen. Die wollen möglichst wenig urteilen oder möglichst gar nicht urteilen. Ein Urteil ist natürlich eine Rechtsprechung, die er gemacht hat. Der ist natürlich auch widerspruchsfähig. Man kann da natürlich in Berufung gehen. Das ist, weiß nicht, ob das so schlimm ist, aber ganz schön ist es nicht. Und B, auch viel mehr Arbeit. Man muss natürlich ein Urteil schreiben, das ist viel Arbeit und man muss das begründen nach BGB sowieso und so weiter und so. Da ist immer viel Arbeit. Ne? Und dann drohen so Richter, ich sag jetzt mal drohen, obwohl das natürlich so nicht gemeint ist. Ein Richter bedroht natürlich nicht. Eine Drohung ist natürlich eine Straftat, das macht ein Richter natürlich nicht. Aber so, dann wird natürlich immer gesagt, hier, pass mal auf, ihr beiden Parteien, ihr euch da jetzt in den Köpfen habt, ihr macht jetzt einen Vergleich, einigt euch da jetzt auf die Hälfte, ansonsten beauftrage ich einen Gutachten und das Gutachten kostet 2.000 Euro. So, da muss ein Sachverständiger dann klären, wie viel Arbeitaufwand ist das, die Sitze da abzuziehen und das dann zu prüfen und die Position eben halt in der Rechnung stehen. Ne? Das kostet 2.000 Euro. Könnt ihr euch überlegen, derjenige, der es verliert, der bezahlt das dann. Ne? Hat der Richter gar nicht, pass auf, Herr Nagel zahlt 82 Euro, damit ist die Sache von der Welt und er kann die Sitze abholen, ne? Und mein Rest hat dann gesagt, ja, machen wir. Er hat sich dann über meinen Kopf gesagt, weil mein Halsschlag aber ist so gepocht und ich hätte mich nicht darauf eingelassen, ne? Aber Franz und ich, mein Rechtsanwalt, wir kennen uns natürlich auch schon 10, 12 Jahre. Er weiß natürlich, wie ich bin. Und er hat sich dann über meinen Kopf hinweggesetzt und hat dann gesagt, ja komm, wir machen das mit den 280 Euro. Ich bezahle 280 Euro und jeder bezahlt seine Rechtsanwaltskosten, ne? Ha, blöd, was ist dabei rausgekommen? Ich zahle 490 Euro Rechtsanwaltskosten und 280 Euro an die. So, ja, das ist natürlich jetzt für mich auch wesentlich teurer geworden. Warum fühle ich mich aber trotzdem besser? Kann ich euch ganz klar sagen. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie kriegt jetzt 280 Euro und sie hat so auch 490 Euro nach BRAGO, Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung, zu bezahlen. Und hat natürlich jetzt bei dieser ganzen Story draufgelegt. So, und das ist ja das, was mich, sag ich mal, jetzt so befriedigt im Endeffekt. Die hat auch so eine Flappe gezogen. Ist aus dem Gerichtssaal. Ja, ist ja eine Unverschämtheit, ne? Zum Schluss sagte sie auch noch, ne? Ja, das ist aber gut, wenn der seine Innenausstattung hat. Da habe ich wenigstens Platz. Ja. Womit wir dann wieder auf das kommen. Hier von wegen 80 Autos in der Werkstatt stapeln, ne? So wird es bei ihr wahrscheinlich auch aussehen. Die wird wahrscheinlich die ganzen Aufträge nicht abarbeiten und hat da wahrscheinlich den ganzen Innenausstattung liegen, die sie nicht fertig kriegt. Deswegen ist sie froh, dass sie meine abholt. Ich weiß nicht, wie ein Handwerker seriös so arbeiten kann. Verstehe ich nicht, ehrlich. Ne? Ich werde jetzt schon wieder sauer. Aber das kriegt ihr jetzt ab und ich glaube, ihr schmunzelt auch drüber. Und es ist eine spannende Geschichte, dass ich euch das so erzähle. Ne? Ja, also ich zahle 280 Euro, die bekommt sie, überweise ich ihr direkt. Und sie kann natürlich 500 Euro den Rechtsanwalt bezahlen. Sie hat aber draufgelegt. Es bringt nichts, vor Gericht zu gehen. Menschen können normal miteinander sprechen, die können normal miteinander umgehen, die können sich, wenn sie Verträge gegeneinander machen, können sich gegenseitig auf dem Laufen halten, die können fair sein und brauchen nicht für jeden Scheiß zum Rechtsanwalt, zum Gericht gehen oder ihren Dickkopf durch. Aber das ist genau das, wo unser Rechtssystem, unsere ganzen Gerichte, Rechtsanwälte, die ganzen Juristen alle, weil die Menschen alle nicht mehr sprechen können. So, und sich dann immer durch so ein
so einen unnötigen Scheiß, ne? Ja, was soll ich sagen? Egal. Sie hat auf jeden Fall nichts. Sie zahlt jetzt noch bei drauf. Vielleicht hat sie einen kleinen erzieherischen Faktor oder sowas. Und für euch ist auch wichtig, dass ihr auf sowas nicht reinfällt und genauso blöd seid. Ich bin 30 Jahre selbstständig, bin nicht bescheuert, ne? Eigentlich müsste ich eigentlich alles schriftlich abmachen, dies und das, ne? Aber nee, ich habe mein Herz am rechten Fleck und ich halte mich grundsätzlich an das, was ich sage. Und das ist für mich Gesetz. Deswegen habe ich ja glücklicherweise auch so viele zufriedene Kunden und bin, glaube ich, ja auch noch auf dem Markt. Ne? Und ich, das ist immer meine kleine Naivität, dass ich immer davon ausgehe, dass andere Menschen genauso sind, ne? Und sich an Absprachen halten und so weiter und so fort. Ne? Ja, das war's. Wie gesagt, ich zahle drauf, sie zahlt drauf. Keiner hat gewonnen, doch Rechtsanwalt, Gericht hat gewonnen und ihr auch, weil ihr habt ein wenig Unterhaltung gehabt und ein schönes Video von uns. Vielen Dank fürs Gucken. Bis bald. Tschüss.